Hallo alle zusammen und willkommen zu unserer neuen Folge von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Im letzten Part waren wir im Zelda-Höhle. Ich habe jetzt auch eine Woche lang Pause gemacht. Ich glaube, es ist eine Folge tatsächlich von uns hier. Wir müssen jetzt weiter in das Rätsel und ich habe euch jetzt eine halbe Stunde gefühlt gebraucht, um wieder hier zu kommen. Weil mein Lebensanzeiger fast leer war. Ich habe mich jetzt entschieden, Safe State zu setzen. Das heißt, ein volles Leben. Und das heißt, wir müssen uns jetzt nicht nochmal hier rumschlagen die ganze Zeit. Komm mal, ich war doch schon fast quasi drüber. Okay, kein Plan, was uns hier erwartet. So, dann haben wir den Schlüssel. Da kommen wir hier dann raus. Dann müssen wir hier weiterkommen. So, wie gesagt, wir werden in dieser Folge diesen Tempel gerne schaffen. Und hier kommen wir zum Bosskampf. Mein bestes Schwert, mein bestes. Für sollen zu schmettern. Okay, ja, Bosskampf. Den Zwischenboss war für die Idee. Ich frage mich jetzt allerdings, wie lange es noch war, bis wir das Boss-Pension bekommen. Sollte jetzt eigentlich nicht mehr so lange dauern. Hier oben haben wir jetzt was alles. Und hier brauchen wir die Bomben. Okay. Okay.
Okay, das war simpel. Kannst du auch schon erwartet. Ja, jetzt ein Tauscher. Ja, darf man nicht von deinem Kontinent zu wechseln. Okay. Klingt doch jetzt nicht. So, Alter, lass mich doch mal nach dem praktischen Heide. Okay. Das macht die Suche definitiv leichter dafür. Dann lass uns doch mal gucken, wo es das hinführt. Okay, das ist ein Kussein. Okay. Macht man auch einfach. Ja, so jetzt ein bisschen nicht das Problem. Also die großen Schildkröten habe ich dann wirklich von meinem Raum reinzukommen, wo ich dann beim letzten Mal gestorben bin die ganze Zeit. Dann geht sie nach unten. Haben wir oben noch was? Da oben. Okay, dann gucke ich aber hier nochmal. So. Das ist auch eigentlich auch kein Problem. Okay. Ein Problem. Ich kann den natürlich schwieriger mit uns stellen, vor allem halt nach dem ganzen Fels am Anfang. Wenn man das einmal gelöst hat. Okay, simpel auch. Okay, da noch zwei Truhen, dann. Ich vermute, und da vorne ist auch schon gleich der Bossraum. Ich vermute jetzt mal, dass der Boss, hier unten ist. Ansonsten weiß ich, müssten wir noch mal den ganzen Weg nach oben latschen. Was jetzt auch nicht das große Problem wäre, aber
wieder nichts weiter, das wird langsam ein bisschen nervig. Ich bin sofort wieder da. Ich hoffe, dass hier so ist, gleich der Boss geht. Ja, versuchen wir das ganz normal. Okay. Dann haben wir den letzten Schluss da bekommen. Das heißt, die Post-Tour ist tatsächlich im anderen Raum. Der Post-Tour ist tatsächlich im anderen Raum, genau. Ich persönlich ein bisschen abfuckt. Aber haben wir noch keinen Boss-Klima.
Ah. Mhm. Ich weiß auch, warum wir doch nicht bei den Boss hier angekommen sind. Das müssen wir natürlich von hier drüben machen. Vermutlich jetzt mal. So, hier rein. Dann hier rum. Okay. Ich mache schon mal ein Safe State hier, bevor wir dann nochmal drauf gehen. Jetzt wird's kompliziert. Weil, so kompliziert ist es gar nicht. Glaube ich. Was?
Okay. Ich glaube, ich hab's. Wir waren gerade von der Luft. Ja, das war noch dummer. Ich hab's gleich. Sorry, aber der Dungeon killt meine Nerven heute schon wieder. Muss noch mindestens ein paar aufnehmen. Was sonst? Ich sehe schon mal, was wir noch zum Chaos werden. Okay. Ich bin den Part an der Stelle. Ich habe es aber nicht gefallen. Im nächsten Part gehen wir in den Bossraum und machen jetzt, schließen all diesen scheiß Dungeon ab. Ich habe es euch gefallen. Macht es gut. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ciao. Bye, Falco.